Hallo liebe Leute, vorhin geht es um ein paar Gedanken zu der Wahl von Donald Trump. Warum Donald Trump gewählt wurde, also offiziell gewählt wurde, und warum er möglicherweise wahrscheinlich 2020 nicht gewählt wurde. Obwohl er tatsächlich wahrscheinlich sogar von mehr Leuten gewählt wurde als dieses Mal. Da gibt es jedenfalls einige Hinweise dafür. Jetzt stellt sich die Frage, ja, es ist doch Verschwörungstheorie. Jetzt Trump hat halt 2020 verloren und jetzt hat er halt gewonnen. Viele haben das mitbekommen, ich werde das jetzt nochmal aufarbeiten, dass in der Wahlnacht, es massive Stimmsprünge gab. Also plötzlich gab es nur noch Stimmen für Biden und nicht mehr für Trump mit einem Schlag. Und es gab zahlreiche Vorkommnisse, dass also Wahllokale, die Wahlauszähler erklärt haben, ja, sie hätten Pause und sie haben aber einfach weitergezählt. Und aus meiner Sicht ist es natürlich selbstverständlich, wenn sowas passiert, dass also wenn jetzt weitergezählt wird, obwohl die Leute dort sagen, es ist Pause, also die Wahlbeobachter das nicht beobachten können, dann ist aus meiner Sicht selbstverständlich, ja, dass das hinfällig ist und das nochmal neu ausgezählt werden muss. Tatsächlich war es so, dass sich die Gerichte damit nicht beschäftigt haben, mit diesen ganzen Vorkommnissen, dass es überall abgewiesen wurde und es wurde dann so argumentiert, es gibt keine Beweise. Die großen Medien haben gesagt, es gibt keine Beweise. Und das ist dann so zu verstehen, dass die Argumentation die ist, ja, ihr habt ja nicht auf die Finger geguckt, während ausgezählt wurde. Ihr wart ja draußen, also könnt ihr ja nicht sagen, dass betrogen wurde. Und ja, was aus meiner Sicht natürlich ein Witz ist, weil wenn dort ausgezählt wird und Wahlbeobachter es nicht beobachten können oder auch unter fälschlicher Angabe weitergezählt wird, dann ist natürlich klar, dass das Konsequenzen haben muss. Jedenfalls stellt sich jetzt die Frage, also viele waren, ich auch, waren pessimistisch, haben gedacht, ja gut, es ist also egal, wie viele Leute Donald Trump wählen, er wird wahrscheinlich nicht gewählt. Und ja, Donald Trump hat einfach die große Lobby gegen sich und da kann er nichts machen. Und dann stellt sich die Frage, warum wurde er diesmal gewählt? Wie konnte das funktionieren? Aus meiner Sicht, das können wir nur mutmaßen. Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass viele die Nase voll hatten von Joe Biden. Also viele einflussreiche Familien oder Leute, die Geld haben, die was zu sagen haben. Also erstmal hat Donald Trump und haben die Republikaner bestimmt alles getan, damit es nicht so einfach ist. Oder die waren natürlich alarmierter als davor, dass richtig ausgezählt wird. Das heißt also, wenn man da was manipuliert, dann sollte es schwieriger werden. Aber möglicherweise, das ist natürlich jetzt Mutmaßung, ist es so, dass er sehr viel mehr Verbündete hatte als 2020. Oder dass Joe Biden oder die Demokraten weniger Verbündete hatten als noch 2020. Also es weniger einflussreiche Kräfte gibt, die unbedingt Joe Biden oder Kamala Harris wollten. Und dann stellt sich die Frage, warum? Warum ist jetzt plötzlich Harris oder Biden, sind sie nicht mehr so attraktiv, dass sehr viel dafür unternommen wird, dass sie, ja, dass Kamala Harris Präsidentin wird? Wir erinnern uns, Joe Biden, er war schon 2020, gab es schon große Anzeichen für Demenz. Die Medien haben alle seine Skandale mit der Ukraine, mit Burisma, mit seinem Sohn Hunter Biden, der also sich mit minderjährigen Prostituierten gefilmt hat, dabei auf Drogen war, also das war das perfekte Material, so dass Joe Biden ein Riesenproblem hat. Und das FBI hat damals behauptet, es wäre russische Propaganda, obwohl sie das Originalmaterial hatten und sie wussten, dass es keine russische Propaganda ist. Also es wurde dann Facebook angewiesen, Posts zu löschen, dass Hunter Biden, ja, dass diese ganzen Dinge wahr sind mit diesen Videos und so weiter und so fort. Und bei Trump war es ja so, dass ihm also andauernd russische Beeinflussung angehängt wurde. Wieso wurde jetzt also Donald Trump, wie konnte es jetzt sein, dass diese Kräfte, die es geschafft hatten, dass ja diese ganzen, also schon im Vorfeld der Wahl, das gab jetzt natürlich auch im Vorfeld dieser Wahl, wurde natürlich Kamala Harris auch bevorzugt, weil natürlich diese ganzen unangenehmen Themen für die Demokraten, sie wurden ausgespart, soweit ich das mitbekommen habe. Also diese ganzen Skandale, es wurde nicht weiter hochgekocht, sondern hat versucht, Trump zu beschädigen, wie es nur geht. Jetzt also, warum konnte Trump das schaffen? Und die ersten Anzeichen dafür waren ja, dass die Aktienkurse,
das auf Donald Trump gesetzt wurde. Und das, ja, das hat eigentlich schon aufmerksam werden lassen, dass tatsächlich Leute ihr Geld darauf gesetzt haben, dass Donald Trump gewinnt. Was macht jetzt die Demokraten so unattraktiv? Oder weniger attraktiv? Und aus meiner Sicht, eine Schlüsselrolle spielt die Ukraine und die ganze Entwicklung, die ganze außenpolitische Entwicklung. Wahrscheinlich im Jahr 2020 hat man sich gedacht, dass man in der Ukraine also riesige Gewinne machen kann, auf unterschiedlichen Feldern. Also wahrscheinlich der US-Geheimdienst hat gedacht, es bietet sich hier die Gelegenheit, jetzt Russland ein für alle Mal zu zerschlagen und Zugriff auf die Rohstoffe zu haben. Womit man natürlich den Einfluss der USA ausbauen kann oder der US-Regierung und massive, ja, eine Sicherung der Weltmachtposition in Aussicht steht und man massiv gewinnen kann. Und natürlich auch die Waffenindustrie, wenn es einen Krieg gibt, dass man natürlich auch wahnsinnig viel verdienen kann. Man kann natürlich sagen, es hätte ja sein können, dass Donald Trump diesen Krieg auch macht. Aber dafür gibt es viele Anzeichen, dass Donald Trump das nicht wollte. Das hat man schon in Syrien gesehen, wo er eigentlich befohlen hat, abzuziehen aus Syrien, den Soldaten, aber man sich einfach nicht daran gehalten hat. Also die Soldaten einfach da geblieben sind und der Befehl verweigert wurde. Ihr könnt mich ja korrigieren, wenn ich da jetzt was falsch erklärt habe, aber ich glaube, ungefähr so war das in Syrien. Ich verlinke nochmal einen Artikel dazu. Mit Originalquellen. Jedenfalls hat Donald Trump keine neuen Kriege in seiner Amtszeit angefangen und es war ja auch auffällig ruhig. 2016 bis 2020 ist ja in der Ukraine es nicht weiter eskaliert. Und wenn wir uns jetzt mal die Ereignisse angucken in der Ukraine, seit Joe Biden Präsident war oder er feststand, also nach der Wahl stand er fest, er wird Präsident. Und wenn man sich anguckt, wie sich die Dinge in der Ukraine entwickelt hat, so stellt man einen eindeutigen Bruch fest. Und zwar hat sich seit dem Amtsantritt oder seit der Wahl von Joe Biden hat sich die Lage in der Ukraine massiv verschärft. Im Januar 2021 wurde ein Sprachgesetz verabschiedet, das ethnischen Minderheiten verbietet, in der Öffentlichkeit ihre Muttersprache zu sprechen. Ebenfalls wird seit dem Januar 2021 massiv gegen Oppositionsmedien vorgegangen, werden Fernsehanstalten willkürlich geschlossen. Die Opposition wird noch viel stärker verfolgt als vorher. Im Februar entzieht Zelensky per Dekret zwei weiteren Fernsehanstalten die Sendelizenz. Einfach so. Im März 2021 wird in der Ukraine neue Militärdoktrin in Kraft gesetzt. Die Krim soll erobert werden, gewaltsam, und der Donbass soll auch gewaltsam entschieden werden. Im Mai 2021 steht die Ukraine bereits kurz vor einem Krieg mit Russland, wird aber anscheinend von den USA nochmal zurückgehalten. Und zwar ist plötzlich auch im Jahr 2021 die USA aus Afghanistan abgezogen. Das wurde aber erst im Jahr 2021 vollzogen und wahrscheinlich war es im Mai 2021 für die USA noch zu früh. Sie wollten erstmal aus Afghanistan alles abgezogen haben, um den Rücken frei zu haben. Ebenfalls im Mai 2021 wird der ukrainische Oppositionsführer Viktor Medvedchuk unter Hausarrest gestellt, ohne dass es Anzeichen für ein Vergehen gibt. Ebenfalls im Mai tritt ein Rassengesetz in Kraft, das ethnische Minderheiten verbietet, Medienanstalten zu öffnen oder anders tätig zu sein. Es ist auffällig, dass weiter die Lage eskaliert. Plötzlich kündigen indirekt die europäischen Regierungen das Minsker Abkommen auf. Das alles ist erst 2021 passiert und nicht zufälligerweise irgendwie vorher. Ich denke, es ist wichtig, das konkret aufzuführen, weil viele haben das wahrscheinlich schon gehört, aber wenn man jetzt beispielsweise mit Leuten diskutiert, dann ist es wichtig, sowas konkret sagen zu können, weil sonst wird man als Verschwörungsschwurbler abgetan. Aber hier, das sind Dinge, die sind nachprüfbar. Und wenn man das so argumentiert, dann sind die Leute gezwungen nachzudenken. Und ich habe mir das tabellarisch aufgelistet, was sehr hilfreich ist. Und wo ich jetzt immer darauf zurückgreifen kann, weil man das vergisst. Man vergisst es einfach nach ein paar Wochen. Dann hat man es nur so verschwommen im Kopf und dann kann man es anderen Leuten nicht mehr vermitteln. Wir erinnern uns, dass im Jahr 2014 es ebenfalls unter einer demokratischen Regierung war, als dieses Gespräch mit Vizeaußenministerin Yulin stattgefunden hat und in der Ukraine geputscht wurde. Jedenfalls ist jetzt hier klar erkennbar, dass eine demokratische Regierung gebraucht hat, um in der Ukraine zu eskalieren. Wobei man sich große Gewinne versprochen hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das gelaufen ist, dann sind die Gewinne nicht eingetreten. Es ist in der Außenpolitik eher sehr schlecht gelaufen für die USA. Es ist auffällig, dass es nicht eingetreten ist, dass Russland zerschlagen wurde. Ein wichtiger Punkt. Und natürlich jetzt mit den Waffen, es wurde natürlich die Spaltung erreicht in Europa. Es war ja auch ein erklärtes Ziel, dass Deutschland mit Russland nicht kooperiert. Das ist ein zentrales geostrategisches Ziel der USA. Das hat uns ja George Friedman erklärt. Jedenfalls Joe Biden hat ja auch erklärt, es wird kein Nord Stream geben und so weiter und so fort.
Und Donald Trump hat ja auch schon damals gesagt, ja, Deutschland, Nord Stream ist nicht gut. Und hat sich da also auch eingemischt, was ja, also eine Unverschämtheit ist natürlich. Wobei Donald Trump wahrscheinlich das so zu verstehen ist, dass halt seine Berater ihm gesagt haben, ja, das ist hier die Interessen der USA, das muss man nach außen vertreten. Und sehr wahrscheinlich hat Donald Trump das mit keinem so großen Nachtritt vertreten, dass er bereit ist, Nord Stream zu sprengen, wie jetzt Joe Biden das gemacht hat. Aber er hat halt natürlich, um diese Leute auch zufriedenzustellen, hat er wahrscheinlich gesagt, ja, Nord Stream ist dort nicht gut. Deutschland sollte nicht mit Russland wirtschaftliche Beziehungen haben, mit dem Gas. Jedenfalls hat sich die Lage für die USA schlecht entwickelt außenpolitisch. Sie haben sich verkalkuliert. Und natürlich, es ist hier erkennbar aus meiner Sicht, dass nach dem Gesichtspunkt der Logik, der Geldvermehrung, ja, Interessen vertreten werden. Beziehungsweise auch Geld investiert wird oder Kandidaten unterstützt werden. Und wenn man jetzt hier sieht, dass es so schlecht gelaufen ist, dann haben wahrscheinlich viele einflussreiche Leute die Nase voll gehabt und haben gesagt, ja, das ist hier eine Verliererstrategie, das sind Verlierer und Joe Biden ist dement, das ist peinlich, da gehen wir nicht mit. Oder im Umkehrschluss, wir unterstützen Donald Trump, das kann so nicht weitergehen. Also unsere Interessen sind bedroht und es ist überhaupt sowieso nicht gut. Das heißt, also verkürzt kann man sagen, die Demokraten sind mit ihrer Strategie gescheitert. Oder nicht gescheitert, aber wahrscheinlich zu großen Teilen gescheitert. Und dadurch ist es nicht attraktiv. Das heißt, man hatte wahrscheinlich 2020 einen Plan gehabt, den wollte man unbedingt umsetzen, den wollten viele einflussreiche Leute möglicherweise unbedingt umsetzen. Und dadurch konnte Trump, oder dadurch wurde alles daran gesetzt, dass Donald Trump nicht wieder gewählt wird, damit man das umsetzen kann. Und jetzt möglicherweise eben 2024 ist es so, dass ja der Plan wurde jetzt versucht, das hat nicht geklappt und es ist jetzt anscheinend kein weiterer großer Plan jetzt in Aussicht, den man mit den Demokraten unbedingt umsetzen kann und muss. Und deswegen, ja, hatte Donald Trump vielleicht tatsächlich eine Chance oder hat auch wichtige Unterstützer auf seiner Seite. Das ist natürlich jetzt zum Teil Mutmaßung, aber das ist aus meiner Sicht, aus der Sicht der Logik, ist das die Erklärung, weshalb Donald Trump gewinnen konnte, jetzt 2024 und vorher nicht. Und es hat ja viele überrascht. Also viele haben ja gedacht, Donald Trump hat keine Chance. Es wird halt wieder laufen wie das letzte Mal. Wie haben jetzt die Medien reagiert? Wie haben die Medien berichtet? Und aus meiner Sicht war auffällig, dass die Medien versuchen, sich zu konsolidieren. Also man hat jetzt so in einem sachlichen Tonfall so berichtet, als wäre alles in bester Ordnung. Wir haben hier eine demokratische Entscheidung gehabt. Ja, Donald Trump hat halt vorher, also Donald Trump wurde blamiert, aber nicht indem man gesagt hat, Donald Trump ist blöd, wir finden Donald Trump blöd, sondern man hat negative oder die Zitate so gewählt, Ausschnitte so gewählt, dass Trump einfach schlecht aussieht. Also man hat Trump so zitiert und Umfragen so zitiert, dass es für Trump peinlich ist, man hat selbst sich aber einen neutralen Anstrich gegeben. Und aus meiner Sicht, diese Strategie der großen Medien, sie geht sehr wahrscheinlich auch sehr gut auf. Und ja, es wurde so eine Harmonie der Berichterstattung, der demokratischen Berichterstattung wurde zelebriert, wobei alle wichtigen Informationen ausgelassen wurden. Also auffällig war auch beispielsweise, dass also vollkommen an den Rand gedrängt wurde, unter welchen Umständen Kamala Harris Kandidatin wurde. Wobei mir natürlich offensichtlich ist, dass das ein maßgeblicher Grund ist, weshalb Kamala Harris nicht gewählt wurde. Also muss ich mal überlegen, wir haben hier einen dementen Präsidenten, erkennbar dement, der plötzlich abgesetzt wird, eigentlich nicht demokratisch, also hätte ja Kamala Harris eigentlich neu gewählt werden müssen. Sie wurde ja Präsidentschaftskandidatin, ohne dass ja, sie sich zur Wahl gestellt hat vor den Demokraten, sondern sie wurde dann einfach als Ersatzkandidat bestimmt. Und natürlich hat sich auch für viele Amerikaner die Frage gestellt, Joe Biden war dement, wer hat das Land regiert? Und es kam dann ja auch hoch, dass selbst in den großen Medien, dass Joe Biden schon länger dement war. Das heißt, mir ist aufgefallen in der Berichterstattung, wir hatten hier einen Internetausfall und ich war gezwungen, die Öffentlich-Rechtlichen zu gucken. Und es war auffällig, also alles, was ich gesehen habe, war auffällig, dass das überhaupt nicht erwähnt wurde. Also die Rolle von Joe Biden, wie das war mit diesem Duell, wo er, ja, also es ist ja ein einmaliger Vorgang, dass der gekürte Präsidentschaftskandidat dann zum Rücktritt gedrängt wird. Und dass das natürlich keine guten Voraussetzungen sind. Sondern es wurde dann halt nur auf, ja, Kamala Harris Wahlkampf lief irgendwie nicht gut, sie hat mal das gesagt, das kam nicht gut an. Und so vollkommen flach wurde das rauf und runter gebetet und die Kommentatoren haben eigentlich nur, ja, es war eigentlich nur nichtssagender Unsinn.
Und das Schlimme ist aus meiner Sicht, dass das ja wahrscheinlich wieder aufgeht bei vielen Leuten. Dass sie sich damit abspeisen lassen. Wobei eigentlich klar sein müsste, dass es ja irgendwie merkwürdig ist, wenn man mal logisch nachdenkt, wie wenig man jetzt über Joe Biden redet, jetzt wo die Wahl verloren wurde. Und was auch auffällig war, war eine Strategie, dass man den Sieg von Trump hochgeredet hat, um Fairness zu suggerieren. Also man hat sogar erklärt, ja, Trump hat haushoch gewonnen, mit großem Abstand gewonnen. Es wurde der Sieg von Trump ziemlich hochgejubelt eigentlich. Hochgejubelt. Und jetzt sollen dann die Leute denken, ja, es ist eine ausgewogene Berichterstattung. Weil wenn man jetzt sagt, dass Trump hoch gewonnen hat, dann ist das ja pro Trump. Und das ist natürlich ein Irrtum. Das ist auch der gleiche Irrtum, den gleichen Fehler, den die AfD aus meiner Sicht auch immer macht, seine eigenen Siege so hoch zu jubeln. Weil es bringt tatsächlich gar nichts. Sondern im Gegenteil macht es wahrscheinlich sogar, ist es so ein David- und Goliath-Effekt, dass es sogar eher unsympathisch wirkt, wenn man sich so als der große Sieger hinstellt. Und es eher viel besser bei der Bevölkerung ankommt, wenn man bescheiden ist. Das heißt, jetzt wurde hier Trump sozusagen unterstützt in seiner ja ein bisschen großkotzigen Art. Ich habe hier bestens gewonnen und haben die Medien auch erklärt, ja, Trump hat hier mit großem Abstand gewonnen und so weiter. Und aus meiner Sicht, so groß ist der Abstand nicht. Also natürlich hat er die Swing States gewonnen, aber tatsächlich konnte Kamala Harris auch viele Stimmen holen. Also aus meiner Sicht, ein Erdrutschsieg ist was anderes. Ein Erdrutschsieg wäre, auch wenn der Popular Vote nicht nur etwas oder mit ein paar, ja, mit einigen Prozenten Vorsprung gewonnen wird, sondern ein Erdrutschsieg wäre, wenn es mal hier 70-30 ausgeht. Also wenn selbst die Demokraten in Kalifornien oder New York bedroht wären. Das wäre ein Erdrutschsieg. Und aus meiner Sicht, es ist bedenklich, es ist wirklich schlimm, dass unter den Umständen immer noch so viele Leute demokratisch gewählt haben. Also man muss sich vorstellen, was alles passiert ist. Und das müssen die Leute auch mal mitbekommen haben. Mit Hunter Biden, das muss langsam durchgedrungen sein. Dann wie mit Donald Trump, wie ihm falsche Vorwürfe angeheftet wurden. Dass Joe Biden die ganze Zeit dement war, die Großmedien das nicht berichtet haben. Er dann ja sich in einem TV-Duell blamiert hat. Und bei unklar ist, wer hat eigentlich überhaupt das Land regiert. Also die Demokraten. Es ist ja eigentlich, müsste ja eigentlich für die breite Masse offensichtlich sein, dass Joe Biden eine Marionette war. Und da müssten sie eigentlich anfangen nachzudenken und müssten auch andere Dinge hinterfragen. Und sie könnten ja auch Fox News gucken oder Trumps Vorwürfe mal ja, näher in Betracht ziehen. Was da dran ist. Sich dann interessieren. Und aus meiner Sicht ist es wirklich schlimm, dass so viele Leute noch demokratisch gewählt haben. Wobei man natürlich bedenken muss, die wirtschaftliche Situation in den USA ist nicht so schlecht wie jetzt hier bei uns. Also da muss man sagen, natürlich unter Trump lief es vielleicht noch besser, aber das Wachstum ist auf jeden Fall Wachstum in den USA da. Wirtschaftswachstum. Aber trotz allem, wenn man sich die Vorgänge anguckt, die so offensichtlich sind, da hat es aus meiner Sicht wirklich was Satanisches, ja, sowas noch zu wählen wie die Demokraten. Also das sollte jetzt eigentlich offensichtlich sein. Und es ist eigentlich aus meiner Sicht erschreckend. Es ist natürlich beruhigend, dass Trump gewonnen hat. Aber erschreckend, wie viele immer noch die Demokraten gewählt haben. Und ein Erdrutschsieg ist aus meiner Sicht was anderes. Aber immerhin, ich kann es immer noch kaum glauben, dass Trump jetzt tatsächlich Präsident wird und der Ukraine-Krieg tatsächlich jetzt vielleicht zu Ende geht. Es ist eigentlich, man konnte gar nicht mehr dran glauben. Und es ist wirklich, ja, das muss man erstmal sacken lassen. Da kommt die Freude dann langsam auf, dass tatsächlich, ja, dieser Albtraum jetzt vorbei ist. Zumindest. Oder man kann ja natürlich mal schauen, was jetzt für Deals Donald Trump eingegangen ist für seine Präsidentschaft und dass ihn Leute unterstützt haben, was er jetzt tatsächlich macht. Da muss man natürlich abwarten. Aber aus meiner Sicht, er hat dieses große Versprechen gemacht. Ich beende den Ukraine-Krieg innerhalb eines Tages sozusagen. Und aus meiner Sicht, da, wenn man sowas sagt, dann will man das auch umsetzen. Dann kommt man davon nicht mehr runter. Das heißt, die Chancen stehen aus meiner Sicht sehr gut, dass das jetzt wieder moderater wird und diese Spaltung zwischen Deutschland und Russland nicht mehr so unglaublich dreist und krass, dass das so vorangetrieben wird, wie das jetzt in den letzten 4 Jahren der Fall war. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.